Entschuldigung, wisst ihr, wo der Bundesrat ist? Also, er ist doch da hinten am Potsdamer Platz. Oder? Und was macht der Bundesrat? Irgendwas mit Bundesländern und Abstimmungen. Do you know where the Bundesrat is? I think that building. Yeah. Yeah. Warum wissen immer alle, wo der Bundestag ist, aber nicht, wo der Bundesrat ist? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Was macht der Bundesrat denn eigentlich? Sie fragen die Sachen. Die Richtung ungefähr? In die Richtung. Hallo und willkommen. Bundesratspräsident Volker Bouffier lädt heute zum Tag der offenen Tür ein. Und wir schauen jetzt gleich mal hinter die Kulissen der Länderkammer. Ein vielfältiges Programm zum Anschauen und Mitmachen bringt den Besuchern die Aufgaben und Funktionen von Bundesrat und Vermittlungsausschuss näher. Dem Bundesratspräsidenten kann man heute persönlich die Hand schütteln. Und ich frage ihn jetzt gleich mal, warum er die ganzen Leute sogar in sein Büro lässt. Erstens möchten wir zeigen, was in diesem Haus geschieht. Und dann gibt es natürlich immer so ein paar Punkte, die die Menschen auch gerne sehen. Nach dem Motto, wo sitzt denn der Präsident? Hat der einen Thron? Oder ist das ein normales Büro? Was machen die hier? Und damit die sich ein gutes Bild machen können, lassen wir die überall rein. Viele wissen, glaube ich, gar nicht, dass der Bundesrat an jedem Gesetz mitwirken muss. Und wir möchten hier mit über 100 engagierten Mitarbeitern, die ich heute hier dabei habe, zeigen, was die Arbeit des Bundesrates ist. Warum bist du heute hier? Ja, also ich wollte mir einfach mal die Arbeit des Bundesrats mal anschauen, weil man da ist ja in der Öffentlichkeit nicht so unbedingt präsent. Um das Gebäude auch mal von innen zu sehen, die Chance zu nutzen, im Plenarsaal zu sitzen und den bis jetzt ja auch ganz interessanten Veranstaltungen zu lauschen und hier ein bisschen über den Hof zu wandeln. Und wie finden Sie das Geschichtskabinett hier? Ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen, aber ich finde das sehr interessant. Also vor allen Dingen wusste ich nicht, dass es so ein geschichtsträchtiger Ort ist. So, ich gehe jetzt noch rüber ins Abgeordnetenhaus, denn da ist heute auch Tag der offenen Tür. Dieser Blick hinter die Kulissen, der hat mir sehr viele Fragen beantworten können und ich komme auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder.